Ja, hallo, ihr Pfeifen- und Tabakfreunde hier auf YouTube. Heute melde ich mich mal, weil ich einen neuen Tabak, den ich bisher auch noch nicht gekannt habe, vorstellen will. Und zwar ist es der Sailor Flake. Ja, den habe ich mir ja bei meiner letzten Dampfpfeiflieferung mitschicken lassen. Und den rauche ich meiner neuen von Henrik Gröll. Die Vulcano, die habe ich ja letztes Mal vorgestellt. Ja, hervorragende Pfeife. Ich habe es jetzt das dritte Mal unter Feuer und wunderbar. Und Vulcanos gefallen mir immer mehr. Da kommt noch was. Mit Sicherheit. Mal nochmal auffeiern. Rauchmelder gibt es bei mir noch nicht, Herr Renner. Schluck Kaffee noch. Ja, wie gesagt, Pfeife schmeckt wunderbar. Natürlich noch nicht richtig eingeraucht ist, ja. Braucht schon ein paar Mal. Aber so ein Traum. Ja. Und wie gesagt, ja, in der Pfeife habe ich den Sailor Flake. Zeige ich mal das Tabakbild. Da hänge ich dann hinten auch wieder Fotos dran. Wie schaut es aus? Ja, so kommt ja daher. Gerade richtig zum Rauchen. Ah, und riechen. Süßen Virginias. Und für mich so ein bisschen nach Pflaumen, Rosinen. Ja. Und er ist schon ein kräftiger Bursche. Also Anfänger sollten ihn vielleicht ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber schon ein wunderbares Rauchen, gell. Süß. Die schreiben zwar in ihrer Beschreibung, er ist recht stark, er ist schon kräftig, der Bursche, also da für nichts von, aber für mich gerade richtig, sage ich jetzt einmal, ja. Da sind also Old Belt Virginia Grades mit drin. Oder daraus besteht er eigentlich, die da über Tage gereift werden, gepresst. Also wirklich ganz ein guter Tabak, kann ich nur empfehlen. Sei das vielleicht. Ja. Und dann wollte ich jetzt einmal oder euch berichten, sage ich jetzt einmal, mir ist ja schon vor über 20 Jahren, als ich da den Erik Nording einmal hier in Fürstenfeldbruck zugeschaut habe, wie der mir eine Pfeife gemacht hat, hat mir das eigentlich gar keine Ruhe mehr lassen. Hat irgendwann einmal so sich seine eigene Pfeifen bauen, das ist mir so ein Traum, sag ich mir, gedacht. Ja, und habe das dann wieder verworfen und. Aber immer wieder dran war, das war immer im Kopf drin. Ja. Irgendwann einmal ja selber pfeifen, einmal gedacht, du hast ja gar keine Drechselmaschine und das brauchst du ja Zeit. Und dann habe ich einmal, das ist jetzt auch schon, ja, 3 Jahre her ungefähr, den damaligen Dunpipe-Katalog gehabt. Und die haben ja, haben sie jetzt schon drin, das ist der neue jetzt, diese Kanteln, ja. Da sind ja, das ist der Rauchkanal, alles ja schon vorbaut. Die haben die Mundstücke auch schon dran, ja. Und da gibt es ja dann auch noch dazu eine Videokassette von Holger Frickerts, wie er da zeigt, oder ich habe eine CD, wie er da zeigt, wenn man da Pfeifen macht. Ja. Und da haben wir mal die CD angeschaut und denken wir, ja, so schwer ist das doch gar nicht, haben wir gedacht. Ne? Und habe mir dann das Zugehörige, habe ich auch mitbestellt, Beizen, was man halt braucht, ne? So Polierscheiben und alles. Wie gesagt, gibt es alles da, da gibt es ja dann den Hobbykatalog noch dazu, den habe ich auch noch mitgenommen. Und ja, dann ist da diese Lieferung mit den 2 Kanteln gekommen. Wie gesagt, vor 3 Jahren sowas. Haben wir die Kanteln so angeschaut, dann haben wir die CD angeschaut, auch mit den. Du brauchst Ruhe, das musst du mal ganz in Ruhe machen. Ja, und hab's dann wieder auf Zeiten gelegt und glaube, ich habe es ja gar nicht mehr angeschaut.
Und dann war es Winter. Ich bin natürlich dann auch immer gefragt worden von meiner Familie und von den Kindern. Hast du deine Pfeife schon gebaut? Oder deine Pfeifen? Nein, habe ich gesagt, da brauche ich ja Ruhe. Das hat mich schon genervt, schon langsam die Fragerei weit ab von denen. Und dann war es Winter. Und dann haben wir den, wenn haben wir mal so die CD angeschaut. Und man denkt, und jetzt fahr ins Lager und da eine kleine Werkstatt und da fangst du jetzt an. Das probierst du jetzt. Ja. Und hab dann Lager, Papier zeichnet, so wie die ausschauen sollte so ungefähr. Und, hab das dann auch auf die Pfeife übertragen. Ja, so. Ja, ein bisschen gut. Und dann habe ich da angefangen zum Schleifen. Ja, und keine dieser zwei Pfeifen ist eigentlich so geworden, wie ich es gezeichnet habe. Keine davon. Ja. Ja, wir haben gedacht, na und? Wir werden es halt früh hinziehen, ne? Das ist mir jetzt egal. Ich habe dann munter drauf losgeschliffen und da habe ich eigentlich schon gemerkt, dass man da sehr ruhig haben muss, gell, wenn man sowas macht, weil ich bin dann irgendwo, ist man dann wieder bis daher gestanden und dann habe ich aufgehört. Ja, ich bin wieder heimgefahren, bin den nächsten Tag wieder reingefahren, habe es wieder in der Hand gehabt. Ja, hab dann wieder weitergemacht. Und ich habe dafür die zwei Pfeifen, bis ich dann einmal Beiz gehabt habe und allem drum, ich glaube 14 Tage sind da vergangen, bis ich das dann einmal so weit gehabt habe. Ja. Und jetzt zeige ich halt immer, wie die ausschauen. Ja. Ich bin allein. Ne? Ich habe mir einfach mal so mal eingebildet, ich will jetzt einen Pfeif machen und dann habe ich da drauf losgelegt. Und das zeige ich jetzt mal. Die erste ist die, was aus so eine Kante geworden ist. Ja. Ich finde es nicht einmal so schlecht. Ja. Natürlich die Verschachtelung, das ist mir, ja, das ist halt ein Freehand. Ne? HM1. Ja. Ja. Und die hatte dann im Holz ja auch ein paar so Spots. Und dann haben wir gedacht, na, so Fehler im Holz, gell? Und ja, dann habe ich da auch im Internet gesehen, wie manche das so rustizieren. Dann habe ich gedacht, ja, da nehme ich jetzt einmal einen 5er Bohrer, habe den in die Bohrmaschine reingesteckt und habe dann munter drauf los rustiziert. Ja. Aber ich finde, das ist nicht einmal so ohne Wand. Ja. Also rauchen, ich habe jetzt die Gummistupsel weg, da weil ich es euch präsentieren will, ja. Da haben sie beide hervorragend. Ja, das hat jetzt nichts, weil ich die da gemacht habe, zu tun, das hat ein gutes Holz. Ne? Also wirklich hervorragendes Rauchvergnügen. Ja, beide. Ja. Ja, das war jetzt mal die eine. Ich hänge dann hinten Fotos dran. Und die zweite, die ich da gemacht habe, es ist die. Und bei der ist man dann, weil dann haben wir im Baumarkt, haben wir nicht, da kaufen wir jetzt mal so eine billige Bandsäge, weil eine Bandsäge brauche ich normalerweise überhaupt nicht. Ja. Da kann ich mir die besser herschneiden, haben wir gedacht, die Hölzer, weil bei der habe ich das noch mit der Hand gemacht. Ja. Also das ist schon eine Schinderei, sage ich jetzt einmal. Und dann hat man da die Bandsäge, ich habe noch nie auf eine Bandsäge gehabt, gell. Und schneide da rum und dann sehe ich da, ja, Moment einmal, jetzt wird alles ganz schief, das ganze Zeug. War stocknarisch, hab gleich wieder aufgehört. Gell. Hingekürt, Korb gefahren und zwei Tage bin ich nicht mehr ins Lager. Ja. Und dann wärst du immer mehr gefragt, wie es mit den Pfeifen geht. Ne? Und dann habe ich dann weitergemacht. Dann habe ich halt geschleift und dann ist ja die natürlich da nicht mehr so dick. Na, am Kopfrand da oben. Ja, die hat noch, ja, wurden sie nicht mehr, da hat schon noch nicht mehr so. Ja. Ja, und die habe ich dann auch rustiziert. Wobei mich das nachher sogar bei der ein bisschen geärgert hat, warum ich es rustiziert habe, weil die war eigentlich fehlerfrei. Fehlerfrei, ja. Die hat die überhaupt nichts gehabt, die Pfeifen. Die hätte man so auch nachlassen können am Beizen. Ja. Und habe dann bei beide dann die heiß gemacht und mir das Mundstück halt so gebogen, wie ich mir das gedacht habe. Ne. Ja. Aber wie die dann da gebeizt waren, die zwei, ja, und ich die dann das erste Mal geraucht habe und auch in meiner Familie gezeigt habe, oh, wunderbar, und war
war ich schon ein bisschen stolz auf mich, muss ich sagen. Also, klar, die Kunst ist ja wirklich die Bohrungen und alles. Und ich habe gesagt, ich habe da die Maschinen nicht. Ne? Und das hätte mich getraut, da irgendwo mit so einem Bohrer da rein und mit denen sprengt es mir vielleicht die Pfeifen und ja. Also, wie gesagt, die zwei, meine ersten Freehands, ja, Spaß machen dort schon, aber du brauchst die Ruhe. Ja. Also, ich bewundere jeden Pfeifenbauer, ja, wenn der das so hin, oder manche das ja auch nur als Hobby nebenbei machen. Man muss schon sehr ruhiger Mensch, man muss sich schon wirklich runterfahren. Gell. Man muss da ganz in Ruhe arbeiten und narrisch oder irgendwie, was geht da überhaupt nicht, wenn man sowas macht. Ja, das habe ich, ja, eigene Erfahrung, sag ich jetzt einmal. Ja, und wie ich schon dabei war, habe ich da mal ein Video gesehen vom Rally. Der hat einmal so einen italienischen Pfeifenraucher vorgestellt und der hat dann so 45 Grad Pfeifenstopfer. Ja. Und dann haben wir gedacht, ja, da ist wirklich nichts dabei. Die mache ich mir gleich mit. Hab mir dann 4 Stück gemacht. Ja. Beziehungsweise einen hat mein Enkel gemacht. Weiß ich mir nicht mehr sicher, ist der Natur oder dem, was mein Enkel gemacht hat, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja. Hat das auch richtig Spaß gemacht im Lager. Ja. Ja. Meine ersten zwei Pfeifen selbst aus vorgefertigten Kantel mit Mundstück schon drauf gemacht, gell? Muss ich dazu sagen. Weil das andere weiß ich nicht, ob man das zutraut hat. Also richtig eines selber zu machen. Vielleicht probiere ich es einmal, aber da muss ich schon sehr, vielleicht wenn ich mal in der Rente bin. Ja. Dann hat mir jetzt mal eine Frage gestellt, ich habe auch gleich so lachen müssen, aber ich sage ich aus, wisst ihr eigentlich, wie lange ein Bayer braucht, bis er 0,5 Promille hat? 3 Tage nichts trinken. Servus aus Bayern.